hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. Hallo, heute zeige ich euch eine tolle kleine Bibel und die ist wirklich klein. Das Schöne daran ist, nicht nur, dass wir einen schwarzen Schuber haben, wo die Bibel drin ist. Den Schuber lege ich jetzt mal beiseite. Sondern es handelt sich, was ich besonders liebe, um eine Bibel mit überstehenden Lederkanten. Und die Ausgabe ist wirklich winzig. Wir haben 14,5 × 9,5 cm. Schauen wir doch mal rein. Wir haben Goldschnitt, überstehendes Leder. Stuttgarter Senfkornbibel. Das Ganze in Fraktur. Es handelt sich aber um eine Nachkriegsausgabe 50er, 60er Jahre, glaube ich. Luther-Übersetzung, wahrscheinlich dann in der Version von 1912. Bücher des Alten Testamentes, Bücher des Neuen Testamentes und ein Anhang. Sehr dünnes Papier und schon geht es los, auch ohne große Parallelstellen. Nur am Anfang des Sinnabschnittes steht hier zum Beispiel Vergleiche Psalm 104 zur Schöpfung der Welt. Das Alte Testament, die Bücher ohne Apokryphen. Es ist ja bei einer Luther-Ausgabe heutzutage so üblich, dass die meistens weggelassen werden, obwohl Luther sie in der 1545 damals noch mit drin hatte. Ihr kennt die Geschichte mit der Einleitung von Luther zu den Apokryphen, dass sie trotzdem nützlich zu lesen sind, obwohl sie nicht zur Bibel gehören eigentlich. Und ja, ich glaube, ich sage euch da nichts Neues. Ja, wir haben hier die komplette Bibel. Mit allen Büchern. Wirklich in sehr kleiner Schrift. Also für Leute mit guten Augen und guten Lichtverhältnissen. Mit Lesebrille kann ich es jetzt so gerade lesen. Und ich sehe, die Apokryphen sind trotzdem drin. Das ist jetzt eine kleine Überraschung für mich, weil ich sie vorne im Inhaltsverzeichnis nicht gesehen hatte. Aber die scheint man hier doch mit eingebaut zu haben. Umso verwunderlicher, dass man es dann trotzdem hinbekommen hat, die Bibel so extrem klein und dünn zu machen, wenn sogar die Apokryphen hier mit drin sind. Ich suche gerade mal den Anfang der Apokryphen. Da haben wir es. Ah, da haben wir auch den Grund. Die Apokryphen haben ihr eigenes kleines Inhaltsverzeichnis, unabhängig von dem des Alten Testamentes. Also umso erstaunlicher, dass in dieser winzigen Bibel auch die Apokryphen noch mit über 150 Seiten drin sind, oder 146 Seiten. Danach kommt das Neue Testament. Wie gesagt, alles höchstwahrscheinlich in der Luther 1912 Übersetzung. Und am Schluss, nach der Offenbarung, haben wir den Anhang und ein paar Landkarten. Vorher das bekannte Gedicht, mit dem man die Reihenfolge der biblischen Bücher auswendig lernen kann. Ich habe dieses Gedicht nie auswendig gelernt, weil wir damals im Konfirmandenunterricht einen anderen Spruch gelernt haben, um die Bücher auswendig herzusagen. Hier haben wir Sach- und Worterklärungen. Danach kommen Maße und Gewichte, Geld- und Zeitrechnungen, ein Bibellied und Landkarten. Da schauen wir doch mal. Sach- und Worterklärungen, Maße und Gewichte, Geld- und Zeitrechnung, ein Bibellied. Sehr interessant. Und die Landkarten, Palästina Altes Testament, Palästina Neues Testament, Vorderasien zur Zeit des Alten Testamentes,
und die Reisen des Apostel Paulus. Ja, das Lied habe ich so bisher noch nicht gesehen. Wenn es euch interessiert, ich hänge da an dieses Video jetzt gleich noch ein Foto von an, da könnt ihr es selber nachlesen. Wirklich eine sehr schöne kleine Bibel, extrem klein und handlich. Und obendrein mit diesem Schuber eine tolle Sache, auch durch das überstehende Leder.